Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Aber dumm. Oh Gott, heute wird's eine ganz lange Folge. Bitte erlöst mich. Ich muss das nicht machen, oder? Ihr habt kein Problem, wenn wir das Kapitel auslassen damit, ne? Ne? Doch? Scheiße. Ein Kapitel, das in der Hauptstory sehr wichtig war, auch nicht nur für die Walross Edition 2, sondern auch für die Gesamthandlung aller Teile. Da es das Kapitel war, in dem Nick Trosmer den Rest der Gruppe verraten hat. Kapitel 8. D-D-Tir. Ich buchstabiere. D, Leerzeichen, D-T-I-R. Alles klar. Auf geht's. Nach all dem werde ich, Floink, diese Geschichte fortsetzen. Jetzt wird jedem klar sein, was wir jedes Mal durchgemacht haben, wenn wir uns mitten in einem spirituellen Wald getroffen haben. Als ich dort ankam, waren die Gespräche zwischen Latias und Nick Schosmer sehr angenehm. Ein drittes Pokémon, das den Lateinern sehr ähnlich sah, fiel hinter beide zurück. Er stellte sich mir als Latios vor und war besonders Latinas Bruder. Es läuft komplett. Sorry, ich muss gerade eine Discord schreiben, relativ dringend, deswegen. Ich hoffe, ich kann mich jetzt ein bisschen besser konzentrieren. Anscheinend befanden sie sich in einem schwierigen Kampf. Eigentlich sollten sie das nicht. Schließlich schlossen sich auch Bulbasaur und Hydropions an. Wir sagten uns, was wir alle durchmachten. Wir hatten einige Dinge hinter uns, aber als andere merkten, dass sie alles aus ihrer Vergangenheit gesehen hatten und gezwungen waren, in den Krieg zu ziehen, konnte ich nicht mehr sagen. Die einzige Nachtruhe war, als Darkrai mit ein paar Erklärungen eine passende Seele auf meinen Kopf legte. Aha. Nach allem, was ich vor allem von Hydropi gehört habe, war ich sehr froh, dass ich so etwas nicht ausprobiert hatte. Trotzdem hörte ich ihnen zu. Ich kann über jeden etwas Neues lernen. Was mich am meisten überraschte, war, dass Hydropi und Bulbasaur sich tatsächlich vor mir verstecken konnten, bis sie Brüder waren. Ganz so irgendwie war das, glaube ich, nicht. Lord Ecke hat mir gerade geschrieben, aber weißt du, das ist Lord Ecke, der kann warten, bis ich mit der Folge fertig bin. Wie sie wissen, war ich mir dessen nicht bewusst. Als Bulbasaur und Hydropi erst am Ende ihres Kampfes sprachen, kamen wir endlich mit einem wichtigeren Thema heraus. Wir hatten wirklich alle außer Latios, aber am Anfang war das, was Latios jetzt verteidigt, ein Teil von Günthers Seele. Wir hatten also insgesamt 6, weil wir uns von Beginn eines solchen Besuchs an die Geduld des Patienten genommen hatten. In meisten Arztpraxen braucht man wirklich viel Geduld. Wir hatten fast alles. Geduld, Ausdauer, Gerechtigkeit, Mut, Ehre und Hilfe. Sie haben Ehre. Wir haben den Prozess herzlich besprochen. Wir müssen das letzte Stück finden, dann können wir Günther zurückbekommen. Nein, wir können nicht riskieren, dass die dunkle Macht uns sofort sieht. Wir müssen das Risiko eingehen und versuchen, seine Seele auf diese Weise zu binden. Das funktioniert nie im Leben. Ein kleines Signal an uns, egal wo es ist. Am Ende hatten wir es natürlich viel damit zu tun, dass Günthers Seele aus diesen 6 Stücken zusammenkam. Andererseits habe ich natürlich die Motive des Uluas verstanden. Wer ist Ulua? Nick Schrosmer, Latias, Hydropi und ich haben die ersten 5 Elemente zusammengestellt. Ich musste mich mit 2 Teilen befassen, weil ich ein paar Geduldssitzungen machen musste. Jetzt fehlt der Bulbasaur-Bereich. Bulbasaur sah sehr unglücklich aus. Er legte ein Eid ab, als er einen Spartaner aus seiner Tasche nahm. What the fuck? Warum hat... Was ist mit dem? Der,
Also, was wissen wir über Bulbasaur? Er belästigt oft andere auf sexueller Weise. Was daran liegt, dass es wohl seine Gewohnheit ist. Denn Floink ist sein Zuhälter. Seine Eltern sind Geschwister. Und jetzt wissen wir noch, dass er tatsächlich in seiner Tasche in der Regel Spartaner dabei hat. Was? Was ist los, Bulbasaur? Viel Glück, Günther wird bald neu für uns sein. Als ich jedoch gegen die Idee war, versuchte ich hoffnungsvoll zu sein. Ich weiß nicht, ob Bulbasaur es ohne Probleme leicht hätte versuchen können oder nicht. Und seine Antwort war, ich weiß es nicht so. Er machte auch einen Schritt zurück im Geiste. Er stand einfach vor der Seele und zog seine Trennung heraus. Er wollte es besonders benutzen. Es geschieht alles langsam in Bewegung. Er wollte sich über ihn lustig machen und ein paar Minuten, bevor er unter Bulbasaur einen Mülleimer aus dem Einen Mülleimer. Gut, dann ist es wohl offiziell. Nick Crossmer verrät sie dieses Mal, indem er Bulbasaur in den Müll wirft. Er traf sich mit dem unvergleichlichen Bulbasaur und verschwand sofort wieder. Alles klar, das heißt, er ist auch noch ein Superheld. Hört sich zumindest für mich so. Bulbasaur war jetzt hilflos auf dem Teppich, der jetzt voller Blut war. Bulbasaur, wach auf! Willkommen! Wach auf! Er begann ein wenig zu sagen. Floink, danke für alles, was ich mit dir erlebt habe. Du kannst die Welt durch die Macht der Dunkelheit retten. Digga! Bisasam spoilert die Geschichte! Buh! Buh! Ich glaube an dich. Ich geriet in Panik. Was meinst du, Bulbasaur? Das wirst du uns antun. Komm schon, Bulbasaur, du kannst es tun. Danke. Nachdem er überrascht war, begann er zu posten. Alles klar. Digga, so richtiger Instagram-Sucht, die liegt am Sterben, holst du sein Handy raus, Selfie. Jo, lol, ich wurde gerade abgestochen. Roffel. Hashtag. Like mein Post. Senden. Tot. Die Lache muss ich mir abspeichern. Als Audio. Am nächsten Tag war er komplett weg. Ich schaute auf das Bild, das er von mir hatte. Ich hörte den Klang meines Herzens. Ich war sehr müde, aber ich sah immer noch, wie alle anderen mich in Form ansahen. Ich hatte ein kleines Gefühl, das ich noch nie zuvor gefühlt hatte. Ich war ein Pokémon, der ständig versuchte, Alternativen zu verstehen. Gleichzeitig versuchte ich, die Aktion der dunklen Kraft zu verstehen. Ich musste die ganze Zeit mit mir selbst reden. Kenn ich. Ich bin YouTuber. Ah! Ich mache. Warum besteht diese Folge nur daraus, dass ich schlechte Witze mache und mich selber darüber zusammenlache? Was ist aus meinem Leben geworden? Aber so eine Zeit, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich es nicht schaffen konnte. Ich fühlte ein Gefühl, das ich nie fühlen musste. Reinen Hass. Dieses Ding hat sicherlich einige Motive für das, was es tut. Aber anders als das, wenn. Sie sind hoffnungslos. An Ort und Stelle laufen sie schließlich für eine sehr lange Zeit von mir. Moment. An Ort und Stelle laufen sie von mir weg. Ein begrenzter Tag für mich. Aber trotz allem, was zur gleichen Zeit passiert war, fühlte er sich befreit. Endlich konnte ich diesen Hass hassen, den ich die ganze Zeit durchgemacht hatte. Sie werden diesen Hass spüren. Diese Macht flog und verriet. Derjenige, der mein positivster Freund ist, hat sich immer übergeben. Ich glaube, der hat viel gesoffen. Was mache ich hier? Ich drehte mich um den Hebel. Alle andere schauten mich an, außer Hydropi. Er schaute auf den Kofferraum, um zu weinen. Ja, kennt ihr das nicht auch? Kofferräume machen mich immer so traurig, Alter. Ich muss da nur hingucken. What the fuck? Ich ging ruhig, bis Pokémon die einzigen in unseren Reihen waren, die nicht völlig überrascht waren. Nick Crossmer. Als ich mich ihm näherte, sah er mich erstaunt an. Er hätte meinen Angriff nie erwartet, sonst hätte er es nicht getan.
Du machst eine Hautfalle. Was denkst du über dein Kreuz? Ich denke tatsächlich, du sagst es. Anstatt ein wenig verärgert zu sein, fing der Glückliche auch noch an zu lachen. Nein! 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 Stopp! Es reicht! An dieser Stelle ist Schluss! Es geht hier nicht mehr weiter! Haben wir uns verstanden? Es geht hier nicht weiter! Und warum? Alter, ich versuche gerade, dass mein E-Mail-Programm nebenbei mal. Danke, dass du mir nicht mal anzeigst, dass ich eine Mail habe, die ich schon dreimal abgerufen habe. Nee, Crossma, du dummer Haufen Scheiße! Also wächst mindestens einer von ihnen, was hier passiert. Nick Crossma hat's geschafft. Ihre Schuld ist, dass ich es getan habe, nicht meine. Wenn sie früher gewesen wären, hätte einer von ihnen mich akzeptiert und nicht in einer solchen Welt das Recht auf Selbstbestimmung immer berücksichtigt. Ich bin nicht dumm. Ich habe Allianzen geschlossen. Ich war begeistert von dieser Ansicht. Und wenn ich ihr meine Hingabe zeigen würde, damit ich leben könnte, würde ich meine rechte Hand fortsetzen. Derjenige, der mich töten musste, war derjenige, der mich erfüllte. Und mein besonderer Spion. Alles, was er sagte, war reine Garnison. Oh, und warum hast du die richtige Idee? Wenn du so denkst, musst du beim ersten Treffen mit ihnen auf die dunkle Kraft warten. Du bist wie alle Floink-Inhalte. Bist du? Denken sie, wenn sie Teile der Seelen sammeln, schläft ihr Feind? Die dunkle Kraft ist jetzt besiegt! Das ging einfacher als erwartet. Das war's dann mit der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 2 in Dumm. Wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst ein Abo auf diesem Kanal da, ein Like unterstützt mich, stimmt oben in der Ecke ab, ob ihr vielleicht auch den dritten Teil sehen wollt. Ich weiß. Ich wünsch mir das gerade nur. Sie ist größer als Gott. Während der 6 Male, in denen sie nur 5 spirituelle Teile gesammelt haben, hat sie ein modernes, sauberes und reines Kit erschaffen. Der alte Abriss hat nichts getan und Günther unterstützt dich immer noch. Aber du musst nicht aufpassen, denn wenn ich dich alle loswerde, wird mein Meister mich reich belohnen. Die Kraft des Baumes hatte ihr eigenes Übel gemacht. Nicht die Kraft des Baumes, aber ihr meint nicht den Tohaido-Baum, von dem ihr am Anfang gestürzt seid, oder? Das wäre... Nein! Annie Crossma verabschiedete sich aus Angst von uns. Das war genug für mich. Auf diese Weise scheint er auch gegen Nick Crossma zu kämpfen. Aber in mir war der Hass noch höher als zuvor. Bevor ich es wusste, hatte ich ein weites Feuer gefangen, das so groß war, dass es die letzten Überreste der Bäume weggeblasen hat. Dass die letzten Überreste der Bäume weggeblasen worden waren. Nick Crossma starrte fassungslos auf den Teppich. Du Verräter, wenn du ein Held wärst, dann würdest du danach kämpfen, damit die christlichen Streitkräfte nicht fallen. Okay. Also ist jetzt... Das ist es. Das reine Element, die Kraft des Lichtes, ist eigentlich Gott. Und die dunkle Macht ist Satan. Und das heißt, die ganzen Anhänger Gottes, all unsere Protagonisten sind eigentlich christliche Streitkräfte. Damit die christlichen Streitkräfte nicht fallen und sie nicht fallen würden, ich würde Bulbasaur beurteilen. Um welchen Preis? Essen! Meine Sinne waren fest in mir. Sie fühlten sich ein wenig blühend vor mir. Plötzlich bildete sich ein perfekter Kreis um mich herum. Das rote Licht traf mich. Ich wachte auf und kam zurück. Am hinteren Ende fiel eines der Schafe direkt in mich hinein. Ich befand mich in einer völlig weißen Umgebung. Hier war nichts als der Ort.
Ich bemerkte ein rotes Licht vor mir. Es sah aus wie ein Sack, der mit einem Kordelzug umschlossen ist. So hab ich mir das nicht vorgestellt. Etwas, das unsere Stimmung verändern wird. Ich kam zu meinem Kopf zurück. Alle standen um mich herum. Floink, stimmst du zu? Was zum Teufel war das? Ich antwortete nicht. Ich öffnete stattdessen meine Hand. Für ihn war es der letzte Teil von Günthers Seele. Hergestellt aus reiner Definition. Rote Bestimmung. Andere waren auf der Suche nach der letzten Seele, bis die Stille brach. Gehen wir zurück zum G-Bagnta. Wir haben angefangen, das Stück in die Seele zu werfen, die den Bulbasaur besaß. Jetzt kommt der letzte Teil der Seele. Früher hatte ich es von einem leichten Lastwagen benutzt, der den gesamten Bereich beleuchtet hatte. Es wurde erfolgreich in 7 verschiedenen Farben gestrichen. Ja, ja, es ist zurück. Zuerst Teppich, dann Gelb, dann Grün, jetzt Farbe, Dunkelblau, Orange und schließlich Hellrot. Teppich ist wieder eine Farbe. Porsche, Kämenes, jawohl, ja. Was mache ich? Das letzte Buch, nachdem das Rot überlebt hatte, war weiß. Dann verging die Zeit und der Ort, an den wir die Seelen mitgebracht haben, war jetzt. Mein alter Freund Günther. Er sah sehr seltsam aus und sah sich zuerst um. Ja, also das beim seltsam Aussehen ist natürlich. Wo bin ich? Hab Handy, ist passiert. Es stellte sich heraus, dass sein Verstand, wie er mit Lord Ecke versprochen hatte, zunächst ein Auge auf das Geschehen hatte. Mit dem Verlust des Lichts verlor der Geist von Günther seine Verbindung mit unserer Welt. Und als bekannt wurde, dass er vollständig verloren war, verließen Teile der Seele. Günther selbst hörte nichts von unserer brandneuen Erfahrung und war wach zu hören, was wir ihm sagten. Als der neue Hydropi seine Rede beendet hatte, sah Günther nun die Veränderungen die in unserem Team stattgefunden haben. Bulbasaurs Rede, wo ist er? Was ist mit Necrozma? Er sah sich wieder um und sah zu Latios. Wer bist du? Jeder. Schön. Ist schon geklärt. Als ich langsam zu meinem normalen Schockzustand zurückkehrte, der Satz ist jetzt schon inhaltlich behindert, begann Latios festzustellen, wer er war und was er hier tat. Endlich versteht Latios! Wie erwartet war Günther ihm als Mitglied unseres neuen Teams besonders offen. Dann drehte er sich zu mir um. Waschen Sie sich, was ist los mit Ihnen? Seit ich zurückgekommen bin, haben Sie kein Wort gesagt. Und wo ist Bulbasaur in diesen Tagen? Oder sind Sie immer noch auf den Beinen? Was gerade geschah, bedeutete mir etwas. Als die Situation angespannt war, war ich sehr vorsichtig. Um Necrozma zu verstehen, in diesen Minuten verlor ich meinen besten Freund. Auf der einen Seite, ich bin seinem Schuldner zu Dank verpflichtet. All diese guten Tage sind vorbei und die dunkle Kraft hat den großen Gott wirklich erreicht. Erstens haben wir unser Ziel erreicht, aber obwohl wir es erreicht haben, ist die Welt jetzt endgültig zum Scheitern verurteilt. All diese Gedanken kamen mir in den Sinn und mir fiel nichts anderes ein. Günther sah mich immer wieder fragend an. Es ist Bulbasaur. Bevor ich das Gespräch alleine fortsetzen konnte, konnte ich mit meinem Kopf nicht heben. Ich verdrehte die Augen in Tränen und schaute auf das Meer. Wo kommt das Meer her? Günther überraschte mich, als er das sah. Hab ich was falsch gesagt? Es tut mir leid, Floink. Was ist los? Back to Alban-Time! Latias intervenierte! Bruder! Was los? Bayerisches Radler gesoffen, oder was? Ich denke, wir müssen die Sicherheit rechtzeitig prüfen und ruhig bleiben. In erster Linie schweben. Wenn wir in Sicherheit sind, werde ich all ihre Fragen beantworten. Mit der Unterstützung aller meiner Freunde erreichte ich eine Höhle, in der sich Latias, wieder mit IY, auch mit Latios traf. Der Ort, an dem Latias aufwachte, schien perfekt zur Entspannung zu riechen.
andere zündeten es an und versammelten sich darum. Den Ort, oder? Ich stehe einfach in einer dunklen Ecke der Höhle, um mich ein bisschen zu entspannen. In all dem Chaos gab es keine Zeit für einen Urlaub, also wurde mir sofort klar, wie müde ich war. Und trotz all der Gedanken, die durch meinen Kopf gingen, wurde ich es schnell los. Ich weiß nicht, wann mein Schlaf endete, aber draußen war es dunkler, als ich aufwachte. Oh. Okay! Ja, gut! Was? Ich fasse den nächsten Satz zusammen. Bombenprank! Der Bomber schlug kurz nach Mittag vor 5000 Zuschauern ein. Aber Hydropi, Latias und Latios waren immer noch da. Gunther hatte die Präsentation verschoben. Ich stand auf und ging zu ihnen. In der Zwischenzeit kam ich für den Frieden zurück. Meine Freunde sahen sich die neuesten Autoshows an. Alles klar, Digga. Die sitzen einfach vorm Fernseher. In einer Welt, in der es nicht mal Autos gibt. Und sah nun, wenn ich zwischen ihnen saß. Oh, Flank, du bist endlich wieder wach. Du schläfst wirklich lange. Ich auch. Nee, eigentlich nicht. Ich schlaf zu wenig. Fühlst du dich wieder ein bisschen besser? Ja, danke, aber... Jetzt an einem Ort, an dem es die dunkle Kraft gibt, wird das selbst gereinigt. Weißt du, was wir hätten tun können? Sehr gut. Während sie schliefen, haben wir ein anderes Verfahren besprochen. Wir waren uns alle einig. Wenn wir wollten, dass die dunkle Kraft ein sauberes Element besiegt, brauchten wir eine bedeutende Kraft. Plötzlich sprach eine Stimme zu mir. Günther. Ich würde den anderen erklären, dass es meine Meinung war. Latios sah ein wenig unglücklich aus. Oh, es ist eine Schande, besonders wenn es Spaß macht. Jetzt war ich wirklich gespannt, was Günther für eine Idee von mir halten würde. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wir sind fertig für heute! Jawohl! Wir haben wieder ein, zwei tolle Dinge gehabt. Wir wissen jetzt eigentlich alles über Bulbasaur, das wir herausfinden können. Und er ist leider gestorben, weil Nick Schosma ihn weggeworfen hat. Nick Schosma hat das böse W-Wort benutzt, was ich nicht gut finde. Ich guck gerade eben, was hier wieder noch toll war. Die Kraft des Baumes ist natürlich auch immer was ganz, ganz, ganz Extremes. Und natürlich auch die ungeschickten Schafe, die immer in einen hineinfallen. Und zuletzt ist Teppich wieder zurückgekehrt. Ja, und das war's dann mit der heutigen Folge. Und die übernächste wird vermutlich noch länger, yay. Wir sehen uns wieder. Lasst ein Abo da, wenn euch dieses Projekt gefällt. Wenn ihr auch die echte Walross-Edition in 4, eine echte, schöne Fanfiction hören wollt. Lasst ein Abo da, ein Like supportet mich. Wir sehen uns. Bis bald und ciao.